Guck mal, ein Kumpel, mit dem ich früher zur Schule gegangen bin, der ist jetzt Banker bei so einer Bank. Das habe ich gerade gesehen. Ich habe den gerade auf Facebook wiedergefunden. Das ist krass, oder? Ein Kumpel von mir, der ist jetzt Anwalt. Der arbeitet einfach in so einer großen Kanzlei und der entscheidet jetzt über irgendwelche Gerichtsfälle. Wie einige Leute sich so entwickeln im Laufe des Lebens, ich würde das nie, das ist voll absurd. Ja, das ist krass, ich bring's im Kopf überhaupt nicht zusammen, dass das der gleiche Typ ist. Man kann alles werden. Ja, klar. Ich könnte jetzt auch so sein, weißt du, was ich meine? Ja, klar, theoretisch ich auch, ne? Also ich könnte jetzt auch ein Anwalt sein oder sowas. Ja. Da müssen Sie aber den Paragraphen nochmal nachlesen. Da ist was falsch gewesen. Herr Richter. Entschuldigung, an der Stelle möchte ich noch mal kurz einwenden. Da gibt es aber noch einen Gegenparagraf zu. So Herr Richter, davor, ich müsste da noch mal kurz eine Anmerkung machen wegen Paragraph 17. Puffi. Ist krass, oder? Ja. Oder so ein Direktor von so einer Sparkasse oder so. Guten Morgen, liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter. Wir müssen aber wirklich noch mal an unserer Kompetenz arbeiten hier. Wir müssen an unserer Effektivität arbeiten. Die Arbeitsproduktivität muss erhöht werden. Oder ich könnte so einer sein, der so jeden Morgen mit dem Anzug so ins Büro kommt. Leute, da müssen wir aber noch mal ran. Da muss hier der eine oder andere noch mal Überstunden machen. Weißt das du so? Ist der Weg hierher. Waschen wir Stau und bei Starbucks haben die mir kalte Milch in den Kaffee gemacht. Da kriegen die morgen aber was zu hören. Ja, das sehe ich in der Rolle. Das oder ich könnte einer sein, der immer so spricht, so. Hallo, liebe Leute, wie geht es euch heute? So einer, der immer reimt, so weißt du? Ja, du hast genau Vorstellungen davon. Jetzt sind wir wieder am Arbeitsplatz. Besser, wir sind produktiv, sonst setzt es was. Ja. Guten Morgen, liebe KollegInnen. Habt ihr einen schönen Tag gehabt? Weißt du, so ein Roboter. Ja, okay, ob du jetzt ein Roboter sein könntest, wäre jetzt mal dahingestellt. Piep, boop, boop, piep, wie piep. Ja, die Robotergeräusche hast du ziemlich gut drauf. Boop, ich gehe zurück in mein Büro. Aua, aua. Aua. Oder ich könnte so einer sein, der immer rückwärts spricht, so weißt du, sie. Alter, was ist das denn? Das wollte ich einfach werden können. Digga, warte mal kurz, kannst du mal gerade Schwerkraft erklären, was du da gemacht hast? Jetzt bin ich irgendwie traurig. Ey, ich komme gerade nicht klar. Habe ich gerade einen wachen Moment oder was ist los? Ich hätte einfach einer werden können, der rückwärts redet, aber stattdessen guck mich an. Du hast doch das Ding da gerade hochgezaubert. Ich hätte mein ganzes Leben rückwärts leben können. Ich verstehe deinen Punkt, dass du sagst, man könnte alles werden und so weiter, aber du kannst nicht wirklich rückwärts durch die Zeit gehen, das weißt du, oder? Jetzt kann ich nur drüber nachdenken die ganze Zeit, dass ich gerne rückwärts durch die Zeit gehen würde. Obwohl, das ist auch nicht so geil eigentlich. Mir ist gestern mein Lieblingsglas runtergefallen. Du wirst ja, es kommt jetzt dann theoretisch morgen. Also wenn ich rückwärts durch die Zeit gehe, es wäre dann jetzt morgen. Was ist das für ein Gedankenexperiment? Glaubst du, dass so eine Geburt rückwärts, das ist wahrscheinlich auch nichts, ne? Nee, weiß nicht. Ja, also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ob ich rückwärts leben wollen würde oder nicht. Ach Mann, warum musst du mich auch immer vor so Entscheidungen stellen, Mann? Ich hatte voll den guten Tag und jetzt kommst du hier an mit deinem Bankerfreund. Jetzt muss ich so rückwärts durch die Zeit Entscheidungen treffen. Du bist hier rückwärts hochgeflogen. Ich möchte einfach nur nicht mehr rückwärts durch die Zeit gehen müssen, weißt du? Das wird nicht passieren. Kannst du mir das versprechen? Dass du nicht rückwärts durch die Zeit gehen kannst, das verspreche ich dir, ja. Danke, Mann. Auf dich kann ich mich echt immer verlassen. Du bist ein Freund, weißt du? Du bist ein echter Freund. Komm, lass dich mal drücken. Nee, das geht auch nicht, weil wir die gleiche Person sind im Sketch und so weiter. Ah ja, stimmt, da war ja was. Im nächsten Leben werde ich Banker.